Dankeschön, das klingt ja nach einem sehr spannenden Leben. Christine, du arbeitest bei Open Doors, einer christlichen Organisation. Vielleicht kannst du uns kurz erklären, was macht Open Doors und was machst du bei Open Doors? Open Doors ist in über 70 Ländern unterwegs, und zwar ganz besondere Länder. Das sind Länder, wo Christen sehr hart verfolgt werden. Und die Hauptagenda von Open Doors ist, genau in die Länder reinzugehen, wo die Menschen am stärksten verfolgt werden. Dort gibt es oft ganz wenig Missionare, aber unsere Aufgabe ist es, genau diese Menschen im Glauben zu stärken. Das machen wir, indem wir ihnen Zufluchtsorte bieten, indem verfolgte Christen anderen verfolgten Christen Stärkung geben, auch durch Bibelgrundlagen. Wir machen das, indem wir Traumazentren errichtet haben in vielen Ländern, wo Menschen, die hohe Verluste erlebt haben, sogar eine ganz besondere Art von Begleitung erleben können, auch in Lebensgemeinschaften. Und natürlich helfen wir ihnen mit Nothilfe und Hilfe zur Selbsthilfe und Schmuggeln von christlicher Literatur überall hin, wo ihr nicht glaubt, dass es möglich ist, mit Gottes Hilfe. Wow, richtig spannend. Ja, danke für diesen Einblick. Eine letzte Frage noch. Und zwar habe ich gelernt, dass Referentinnen und Referenten von Open Doors auch manchmal in die jeweiligen Länder reisen und sich die Arbeit dort anschauen. Wo warst du denn als letztes und was hast du da gelernt? Ich war zuletzt in Bangladesch. Und mich hat es zutiefst beeindruckt. Ich war auf einer Frauenkonferenz mit 400 Frauen und alle 400 Frauen haben Verfolgung erlebt, oft in einem sehr hohen Maß. Und was mich zutiefst beeindruckt war, dass diese Frauen trotz allem einen tiefen Wunsch haben, anderen Menschen von ihrem Glauben, ihrer Hoffnung in Jesus Christus weiterzugeben. Und mich hat beeindruckt, wie treu sie an Jesus festhalten, obwohl ihre Häuser verbrannt wurden, obwohl sie geschlagen wurden, manche sogar entkleidet und viele andere Dinge. Und sie haben trotzdem gesagt, Jesus ist mein Tröster und ich will an Jesus festhalten. Vielen Dank, Christine. Wir freuen uns sehr, in der Predigt dann noch mehr von deiner Arbeit, von Open Doors, von Menschen im Jemen zu hören. Dankeschön. Ganz herzlichen Dank für das Lied, das hat sehr gut zum Thema gepasst. Dankeschön. Gerne darf schon die erste Folie gezeigt werden. Ja, dankeschön. Ihr werdet heute Abend häufiger erleben, dass man Gesichter nicht so ganz genau erkennen kann. Das liegt daran, dass wir manche Gesichter nicht zeigen dürfen und grundsätzlich die Namen der Menschen, von denen ich heute Abend spreche, verändert wurden zur Sicherheit, damit man sie nicht entdecken kann, dass sie Christen sind. Heute Abend geht es um den Jemen, südlicher Zipfel der arabischen Halbinsel. Und viele von euch wissen um den Jemen, weil er gerade Schlagzeilen macht. Aber ich möchte beginnen mit einem jungen Mädchen, sie heißt Madia. Dieses Bild nehme ich mal, damit wir uns Madia ein bisschen vorstellen können. Ihr Gesicht darf ich nicht zeigen. Und ich möchte gerne mit ihrer Geschichte anfangen, bevor ich gleich auch in einen kleinen Bibeltext hineingehen möchte. Madia wächst in einer komplett islamischen Familie im Jemen auf. Ihre Mutter sagt zu ihr, Madia, Christen sind unmoralisch und sie haben den Koran verfälscht. Die Bibel ist der verfälschte, wie ein verfälschter Koran. Diese Christen, die werden einmal im Höllenfeuer landen und ich möchte, dass du nie mit diesen Christen in Verbindung kommst und dass du dich nicht mit ihnen triffst, denn diese Menschen sind eine Scham und diese Menschen, mit denen möchten wir keine Gemeinschaft haben. Auch mit inspiriert durch das westliche Fernsehen werden Christen im Jemen als völlig unmoralisch gesehen. Man denkt, dass alle Deutschen quasi Christen sind, so wie alle Jemeniten Muslime sind, aus ihrer Sicht. Aber Lucy trifft in einem Friseursalon eine junge Frau, westlich gekleidet, westliche Hautfarbe. Und diese Frau strahlt sehr viel Zuversicht und Frieden und auch eine gewisse Art von Glück aus. Und
Madia ist sehr nachdenklich. Was ist das für eine Frau? Sie möchte diese Frau gerne kennenlernen. Und tatsächlich kommt es dazu, sie erfährt, das ist Lucy. Und Lucy macht keinen Hehl daraus, sie sagt, sie ist Christ. Zuerst bekommt Madia Angst, weil Lucy Christ ist, aber irgendwie findet sie die Frau so faszinierend, dass sie wie in einer Freundschaft miteinander sich verhalten. Und eines Tages wird Madia bei Lucy eingeladen für einen Abend. Und dort darf Madia zum ersten Mal einen Jesusfilm schauen. Sie ist völlig perplex und weiter erzählt ihr Lucy, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Sie sieht die Kreuzigungsgeschichte und sie kann nichts davon verstehen. Sie findet es unglaublich. Aber Lucy hat sehr viel Weisheit, erklärt Madia, warum Jesus am Kreuz gestorben ist. Lucy fängt an, ihr Herz wird warm für Jesus. Sie merkt, ja, ich möchte diesem Jesus folgen, der sein Leben für mich gegeben hat. Und Lucy lehrt sie regelmäßig darin, wie es ist, als Christ zu leben. Und Madia wird ein überzeugter Christ. Irgendwann im Gebet mit Lucy denkt sie, ja, ich möchte meiner Familie von meiner neuen Hoffnung erzählen. So geht sie zu ihrer Familie und sie fängt bei ihrem liebevollen Großvater an, erzählt ihrem Großvater das große Geheimnis, Madia ist Christ geworden. Der muslimische Großvater fällt aus allen Wolken und er ist total zornig, was Madia sehr, sehr komisch findet am Anfang. Sie hat damit nicht gerechnet, aber der Großvater sagt, Madia, wenn du nicht sofort zum Islam zurückkehrst, dann werde ich dafür sorgen, dass du getötet wirst. Und wenn das keiner machen wird in der Verwandtschaft und du nicht umkehrst, dann werde ich selbst dafür sorgen. Madia denkt, dass sie vielleicht bei ihren Eltern ein wenig mehr Barmherzigkeit finden würde und geht zu ihrem Vater. Ihr Vater sagt, nein, Madia, du musst zum Islam zurückkehren. Das ist eine Scham für die ganze Familie, dein Verhalten. Wenn du das nicht tust, wir müssen dafür sorgen, dann wirst du aus der ganzen Familie ausgegrenzt. Du wirst nicht mehr uns wiedersehen können. Du giltst für uns wie tot. Auch ihre Mutter stellt sich nicht hinter Madia. Die Konsequenz ist, Madia hält an ihrem Glauben fest und sie bekommt 3 Jahre Hausarrest. Nur bis auf wenige Ausnahmen darf sie einige Stunden das Haus verlassen, nur natürlich mit Begleitung. Und Madia sagt, es ist hart. Aber sie sagt, ich halte an Jesus fest. Ich habe Jesus erkannt als meinen Retter. Ich habe eine Beziehung zu ihm und ich weiß, dass er lebt und ich halte an ihm fest, trotz allem. Die Eltern suchen nach einem strengen Muslim, um Madia zu verheiraten. Das ist normal im Jemen, gibt es arrangierte Ehen und die Eltern suchen den Bräutigam für die jungen Damen aus. Das ist Madias Leben. Ich glaube, als Deutsche können wir uns das kaum vorstellen, was das wirklich bedeutet, im Jemen zu leben, gerade für Frauen. Aber ich möchte mit dieser Geschichte den Start legen für eine Situation, die Paulus erlebte. Wir wissen von seiner ersten Missionsreise, dass er durch Antiochia reiste, durch Ikonium, durch Lystra, begleitet von Barnabas. Und in dieser Zeit erlebt er, wie ein Mob entsteht. Überall, wo er hinkommt auf seiner ersten Missionsreise, gibt es Eifersucht, gerade unter den leitenden Juden, weil sehr, sehr viele Menschen Paulus zuhörten. Fast ganze Volksmengen, Städte hören zu und es geschehen Wunder. Gott bestätigt seine Botschaft sogar, dass ein Lahmer gesund wird. Und so geschieht es in Lystra, dass ein Plan geschmiedet wird, Paulus zu steinigen. Wir können das nachlesen in Apostelgeschichte 14, Vers 20. Und wenn wir das nachlesen, sehen wir, Paulus wird so gesteinigt in Lystra, dass die Menschen ihn für tot halten und aus der Stadt hinaus schleifen. So können wir das Vers 19 lesen. Und nun kommt folgende Bibelstelle, die ich gerne mit euch lesen möchte. Doch als die Jünger Paulus umringten, kam Paulus wieder zu sich, stand auf und ging in die Stadt zurück. Und am folgenden Tag zog er mit Barnabas weiter nach Derbe.
Wie könnte so ein Umringen aussehen? Ich habe hier mal ein Bild aus der, aus der verfolgten Kirche aus Vietnam. Wir sehen hier, wie die Köpfe dieser Männer zusammenstehen, wie sie miteinander beten. So ungefähr können wir uns vorstellen, hat das Team Paulus umringt. Und sicher könnt ihr euch vorstellen, dass Paulus, der gesteinigt wurde und fast leblos wirkt, Staub verschmiert, Blut mit Staub verschmiert, um ihn herum klebte. So muss man sich das wirklich vorstellen. Der starke Paulus kann sich jetzt nicht mehr selbst helfen. Aber seine Freunde treten für ihn ein, sie beten für ihn. Und das Interessante ist, wie wir eben gelesen haben, Gott hilft Paulus, dass er wieder aufstehen kann durch die Gebete seiner Freunde. Und er kann sogar seinen Dienst weiter fortsetzen. Das ist das Erstaunliche. Wir wissen, dass danach noch viele, viele Menschen durch Paulus Jesus kennenlernten. Wenn ich diese Geschichte erzähle, dann habe ich natürlich einen Grund. Wir sehen hier, dass diese jungen Männer ihren Rücken hinhalten. Wenn jemand umringt wird, dann bildet man wie eine Schutzmauer um diese Person. Das heißt, Paulus wurde beschützt vor weiteren Angriffen. Wenn weitere Steine geflogen wären, hätten sie Paulus nicht mehr treffen können, sondern den Rücken der Mitarbeiter von Paulus. Aber das Umringen heißt auch, dass wir uns identifizieren mit der Not des Menschen, der dort im Staub liegt und sich selbst nicht helfen kann. Paulus sagte einmal zu Timotheus, es steht in Philipper 2, Vers 40, und ich möchte es mal auf Englisch sagen, weil es so ausdrucksvoll ist. Timothy, who shares my feelings and really dares about me. Das zeigt, dass Timotheus jemand war, der die innigsten Gefühle, die innigsten Regungen Paulus verstand. Und die beiden waren eins, sie konnten über alles sprechen. Paulus vertraute Timotheus und er sagte, er wirklich kümmert sich um mich. Aber nicht nur Timotheus, wir lesen in Philipper 2, 25, dass er das Gleiche über Epaphroditus sagt, auch ein enger Mitarbeiter. Er sagt, Epaphroditus arbeitete an meiner Seite, er kämpfte an meiner Seite, er riskierte sein Leben für mich. Und das heißt Rücken hinhalten. Arbeiten, mitteilen, mit identifizieren mit anderen. Wir lesen in Hebräer 13, Vers 3, gedenket der Gefangenen, als wärt ihr selbst gefangen. Und als Open Doors tun wir das. Wir haben regelmäßige Zeiten, wo wir miteinander für unsere Geschwister, die verfolgt werden, beten. Wir nennen sie Geschwister, Glaubensgeschwister. Wir sind eine Familie. Und wir beten intensiv als Team für ganz bestimmte Menschen, von denen wir hören. Und wenn wir das tun, dann stellen wir uns vor, ja, so und so lebt diese Person. Und umso mehr wir über sie wissen, umso intensiver können wir für sie im Gebet eintreten. Genauso wie Timotheus und Epaphroditus an der Seite von Paulus standen. Ich möchte diese Bibelstelle mal praktisch werden lassen. Ich habe ein bestimmtes Schlüsselerlebnis in der Missionszeit in Ostafrika machen dürfen. Und daran möchte ich euch teilhaben, um einfach zu demonstrieren, wie sieht das denn aus, wenn andere für einen beten, was passiert denn da ganz genau? Und ich möchte die Geschichte beginnen damit, dass wir als Team gebetet haben und Gott uns sehr deutlich im Gebet klar machen konnte, dass wir in eine Stadt gehen sollen, die über 90% als islamisch galt. Wir kamen dort in diese Stadt und stellten fest, dass die Christen sehr eingeschüchtert waren, weil sie bereits erlebten, wie Muslime mit Macheten in ihre Gemeinden eindrangen und Menschen verletzten. Aber als wir unser Equipment auf dem Marktplatz aufbauten, kamen sehr, sehr viele Menschen zusammen. Hier sehen wir einen Ausschnitt. Die Menschen waren sehr, sehr interessiert. Der Prediger predigte über Abraham und Isaak. Es ist eigentlich erstmal kein Problem, denn die kommen auch im Koran vor. Aber über Isaak bildete er die Brücke zu dem Lamm und dann auch zu Jesus Christus. Aber als das Wort Jesus Christus fiel, hörten wir
einen lauten Mob, im Hintergrund junge Männer auf einem Lastwagen schrien islamische Parolen. Mir wurde etwas mulmig. Ich schaute auf mein Handy. Ich wusste, in dieser Zeit werden viele unserer Freunde für uns beten. Und ich dachte, vielleicht gibt es eine Nachricht von unseren Freunden, dass gerade jetzt sie irgendeinen Impuls für uns haben. Und tatsächlich sah ich einen Impuls von meiner Familie zu Hause, meiner Mutter. Meine Schwester schrieb, meine Mutter hätte intensiv für uns gebetet und im Gebet eine tiefe Zuversicht empfangen, dass Gott mehr Engel auf unsere Seite stellen würde, als Menschen auf diesem Platz wären. Das hat mich total getröstet und ich habe das den anderen Mitarbeitern mitgeteilt. Aber dieser Trost hat mich durchgezogen, denn als nächstes passierte Folgendes. Ich sah aus dem Himmel, wie Steine auf uns zufliegen von diesem Mob. Er wurde immer lauter, immer aggressiver. Und dann hörte ich auf der Aluminiumplattform, wie die Steine runterflogen und so richtig pling, plang, plong. Und die Menschen bekamen Angst, die vielen, die dort zuhörten, zerstieben auseinander, sie suchten Schutz unter den Marktständen, um nicht von Steinen getroffen zu werden. Als Team stellten wir unsere Taschen vors Gesicht, wir hielten sie und haben gedacht, Hauptsache unser Gesicht bleibt verschont, aber wir sahen auch vor uns Steine herunterfallen. Die Versammlung musste aufgelöst werden, wir gingen zur örtlichen Polizei, um uns zu erkundigen. Und die örtliche Polizei sagte, keiner von den Menschen, die an eurer Veranstaltung teilgenommen haben, sind von einem Stein getroffen worden. Das Gebet, beispielsweise meiner Mutter, unserer Freunde, wurde definitiv erhört. Es war ganz existenziell wichtig. Aber sie sagten, es sind Menschen getroffen worden, die nicht an eurer Veranstaltung teilgenommen haben, die am Rande, am Marktplatz ihre Verkaufstätigkeiten weitergeführt haben. Und davon mussten einige sofort in ein Krankenhaus transportiert werden. Es zeigte mir, ja, die Gefahr war definitiv da, aber die Menschen, die Gott suchten, und glücklicherweise waren dort auch einige Muslime dabei, wie wir hier sehen, viele sogar, die wurden alle verschont und das hat mich sehr, sehr glücklich gemacht. Die Polizei sagte, wir werden euch ab morgen Polizeischutz geben. Wir kamen abends in unser Quartier, haben gedacht, wie wird es am nächsten Morgen sein? Werden die Menschen wiederkommen oder werden sie zu Hause bleiben? Aber am nächsten Tag bot sich uns folgendes Bild. Entschuldigung, ich bin gerade so. Die Menschen feierten ein Triumphfest mitten auf dem Marktplatz, wo vorher die Steine flogen. Und es war eine Demonstration der Macht, der Herrlichkeit und der Größe Gottes. Die Menschen sangen, sie tanzen. In Afrika ist das kein Problem, auch für Gott zu tanzen, wie wir das hier sehen. Und sie waren überglücklich. Sie wussten, Gott hat uns gestern bewahrt. Gott hat sich auf unsere Seite gestellt. Und Menschen aus der Zuschauermenge waren angesteckt, wie diese Frau, sie hält ihre Bibel hoch und sie singt. Und sie ist so glücklich, weil sie weiß, das, was gestern passiert ist, das war Gott. Das ist der Gott der Christen. Wir kamen abends, ja, Amen, danke, super, Jesus. Schön, dass ihr euch so mit darüber freut. Ich freue mich da auch richtig dolle drüber. Aber die Geschichte geht noch weiter, es ist noch schöner. Wir kamen abends an diesem Tag wieder in unser Quartier und dann kam der Koch zu uns und sagte, er war Muslim, er sagte, ich möchte gerne Christ werden. Er hatte uns singen und beten gehört. Dann kam der Nachtwächter, der auf unser Equipment aufpassen sollte. Auch er mit seiner gesamten Familie war Muslim und er sagte, ich möchte Christ werden. Und so ging das weiter und weiter. Mein Mann und ich hatten das wirklich schöne Privileg, diese neuen Konvertiten aus dem Islam zu begleiten in den ersten Glaubensschritten. Und die saßen auf der Stuhlkante. Das könnt ihr euch wirklich vorstellen. Aber noch etwas Schönes möchte ich zur Ehre Gottes sagen, wirklich zu seiner Ehre. Ihr seht hier auf dem Bild links ein junges Mädchen. Sie hat im Chor mitgesungen und ihre Schwester war taub. Ihr Vater, rechts im Bild, war Muslim.
Und er hatte dieses Tuch, was er in der Hand hält, vorher auf dem Kopf. Ganz typisch für bekennende Muslime. Jeden Abend kam die Schwester und sagte, bitte betet für meine stumme Schwester, da sie nicht sprechen kann. Wir beteten, nichts passiert. Wieder am nächsten Abend kommt sie, bitte betet für meine Schwester. Und so ging es und ging es. Erst passierte wirklich nichts, muss ich ehrlich sagen. Aber an einem Abend, sie hat sehr zäh gefragt, bitte betet weiter. An einem Abend fing ihre Schwester an, die ersten Silben zu stammeln. Und wir hielten ein Mikrofon vor ihren Mund. Und ihr Vater nimmt in dem Moment seine Kopfbedeckung ab, als er sieht, dass seine Tochter anfängt zu sprechen. Die ganze Menge jubelt, wie ihr das hinten im Hintergrund seht. Die wussten, dass das Mädchen nicht sprechen kann. Und wir sahen, wie Gott sich verherrlicht, besonders an den Muslimen. Die Muslime, die kamen, durften Jesu Liebe erleben. Jesus offenbarte sich ihnen so, wie hier in dieser Familie. Und diese Familie ist Christ geworden. Halleluja, wirklich. Amen. Danke, Jesus. Das ist wirklich wahr. Wenn ich das jetzt erzähle und auch eben die Bibelstelle, wo ich erzählt habe, die Jünger umringten Paulus. Meine Mutter hat uns umringt. Meine Freunde haben uns umringt mit Gebet. Stellt euch vor, die hätten nicht für uns gebetet. Ich weiß nicht, Gott ist souverän. Er kann mit und ohne Gebet, ganz klar, er kann alles. Aber er möchte offensichtlich mit Gebet wirken, das sehen wir hier. Aber dieses Gebet, muss ich ganz ehrlich sagen, darüber habe ich schon so oft erzählt in Gemeinden, weil mich das so bewegt und weil ich sehe, Gebet macht unwahrscheinlich viel aus. Und dadurch konnten wir unseren Dienst fortsetzen. Diese Stadt war umgekrempelt anschließend. Sogar in den Nachbarstädten hörte man davon und sie erzählten darüber. Es war richtig eine wichtige Sache, die in der ganzen Gegend bekannt wurde. Wenn ich jetzt hier euch den Weltverfolgungsindex zeige, 2024, dann seht ihr hier ganz viele Länder, die verfolgt werden. Die dunkelroten sind die Länder, die die stärkste Verfolgung erleben, allen voran Nordkorea auf Platz 1. Schwierige Länder sind zum Beispiel Jemen, wo wir heute drüber hören werden, Eritrea, Libyen. Das sind Länder, die sehr starke Verfolgung erleben. Und die Verfolgung zeichnet sich nicht nur durch den Islam hier ab, sondern genauso auch durch extremistische Buddhisten in den buddhistischen Ländern, extremistische Hinduisten in hinduistischen Ländern wie Indien und Nepal oder Kommunismus wie Nordkorea und auch China. In diesem Fenster, was ihr hier seht, haben 2/3 der Menschen keinen Zugang zum Evangelium. Aber etwa 5 Milliarden Menschen leben in diesem Fenster. Viele an der Armutsgrenze. Hier ist im größten Maße Kindermissbrauch, Sklaverei, Korruption, Drogenhandel im Gange, genau in diesem Fenster. Die größten und ärmsten Länder leben hier. Aber kaum Missionare können hier tätig sein. Hier sind Menschen, die hohe Fachleute sind, gute Ausbildung haben, wie Ärzte, Dozenten, Lehrer, Ingenieure. Die können hier arbeiten, bauen im Untergrund Gemeinde und müssen oft ihre kleinen Kinder selbst unterrichten, in einer enormen Doppelbelastung. Und jetzt stellt euch vor, jetzt gehe ich mal, switche ich mal zu uns, wir wären diese Freunde, die Paulus umringen, wir wären die Freunde der verfolgten Christen, wir sprechen von 365 Millionen verfolgten Christen 2024. Die Zahl geht rapide nach oben. Stellt euch vor, wir wären so ein Epaphroditus und Timotheus, die diese Menschen umringen. Was könnten wir ausrichten, wenn wir für sie beten? Viele liegen blutverschmiert im Staub, so wie Paulus. Viele sind müde der ständigen Widerstände. Manche sind nah daran aufzugeben oder sich selbst umzubringen, sage ich ganz offen, sind nicht nur die Helden. Manche haben wackelige Knie, genauso wie wir. Aber stellt euch vor, wir würden für die beten, so wie meine Mutter für mich gebetet hat oder Timotheus oder Epaphroditus für Paulus gebetet hat. Stellt euch vor, wir würden dafür beten. Diese Menschen, die hier leben, die würden Träger der Hoffnung Jesu sein.
Sie würden stark, sie würden ihren Dienst fortsetzen und sie würden ganz viele Menschen erreichen, weil sie die Sprache und Kultur kennen, weil sie aus diesem Milieu kommen. Ist das nicht enorm? Und wir, ganz ehrlich, mit jedem kleinen Gebet, was wir beten, können wir Weltevangelisation betreiben. Wir können dafür sorgen, dass die Menschen aufgerichtet werden, dass sie Mut haben, dass sie an Jesus festhalten. Und deswegen bin ich heute Abend hier. Ehrlich gesagt, sage ich ganz offen, ich bin nicht hier, um Geld zu sammeln, ganz sicherlich nicht. Geld brauchen wir auch, super, wenn es freiwillig geschieht, ganz toll, eine tolle Sache. Aber ich bin hier, weil ich Beter sammle und das ist meine Leidenschaft. Ich bin hier, weil ich euch Hoffnung machen will, euren Zuversicht in Jesus wecken will, weil ich euch ermutigen will, dass eure Gebete, jedes kleine Gebet, ob beim Autofahren oder Kartoffelschälen, von Gott gehört wird und immense Bedeutung im Reich Gottes hat. So sieht's aus. Ich möchte euch einen Film zeigen. Im Nahen Osten geht gerade die größte Erweckung aller Zeiten los. Die größte derzeitige weltweite Erweckung befindet sich im Untergrund vom Iran. Tausende kommen wöchentlich zu Jesus Christus. Und ich wünsche mir, dass wir als westliche Christen angesteckt werden von dem, was dort geschieht. Ich wünsche mir, dass wir so angesteckt werden, weil dort geschieht Erweckung. Da, wo die größte Verfolgung ist, ist auch die größte Erweckung zu finden. Und wenn wir wirklich Erweckung wollen, hier in Deutschland, wenn uns das interessiert, dann müssen wir in die verfolgte Kirche gucken, weil die sind uns voraus, die erleben das. Und von ihnen dürfen wir lernen. Sie gehen uns voraus, sie brauchen unser Gebet, aber wir ihre Erfahrung. Ich bitte, den Film abzuspielen. Viele Muslime schauen besorgt und unzufrieden auf das, was an Grausamkeiten im Namen Allahs verübt wird. Sie fangen an, nach Jesus zu fragen. Millionen von Iranern haben sich vom Islam abgewandt. Sie wollen nichts mehr über den Islam hören. Die meisten Christen wissen das nicht. Viele Muslime haben Visionen von Jesus Christus. Ein Konvertit hatte einen Traum und als er den Jesus-Film sah, sagte er, das ist exakt das, was ich gesehen habe. Ein weißer Mann in weißer Kleidung, unglaublich hell. Full of brightness. Es sind viele Tausende. Sie verstecken sich, glauben heimlich. Niemand weiß von ihnen. Über diesen Preis möchte ich gerne ein paar Persönlichkeiten vorstellen aus dem Jemen. Ich bitte die nächste Folie. Ja. Wir gehen jetzt mal hinein in das Land Jemen. Und zwar sehen wir hier auf Platz 5 auf unserem Weltverfolgungsindex. Ihr dürft ihn gerne am Büchertisch kostenlos mitnehmen. Auf der Rückseite steht, wie wir den erfassen. Und man spricht von einigen tausend Menschen. Ihr wisst aus den Nachrichten, Jemen, die Houthis, schiitisch geprägt oder von den Schiiten unterstützt im Iran, kämpfen gegen sunnitische Muslime. Der Jemen ist an sich größtenteils sunnitisch gewesen und mehr unterstützt von Saudi-Arabien. Und in diesem ganzen Gedränge zwischen Sunniten und Schiiten befinden sich auch noch Al-Qaida und Wahhabiten und der IS, die diese Situation nutzen, um ebenfalls Einfluss zu gewinnen. Es gibt Straßensperren, man kann nicht einfach von A nach B reisen und wir sehen solche kriegerischen Auseinandersetzungen in einem Maß, dass die UN von der größten menschengemachten humanitären Katastrophe in den letzten 100 Jahren spricht. Wir sprechen hier von 2/3 von Jemen, der Mensch, also von den Bewohnern im Jemen, die vom Hunger bedroht werden. 2/3. 3 Millionen Binnenflüchtlinge, kein Strom, kein Wasser, keine Nahrung. Der zerbrechlichste Staat der Welt ist im Moment der Jemen. 400.000 wurden bereits in diesen kriegerischen Auseinandersetzungen getötet, davon 10.000 Zivilisten. Und wenn wir das alles sehen,
Da möchte ich etwas zur Ehre Gottes sagen. In dieser ganzen Zerstörung, in diesem kleinen, zerbrechlichen Land, was quasi wie ein geknickter Strohhalm ist, mal gleichnishaft gesagt, in diesem Land wächst die größte Untergrundkirche auf der ganzen arabischen Halbinsel heran. Und das zeigt, wie groß Gott ist. So wie wir es eben auch in dem Film gesehen haben. Gott hat keine Grenzen. Er zeigt sich den Menschen durch Träume und Visionen. Wenn es eben keine Missionare gibt, dann eben so. Gott kann diese Grenzen durchbrechen. Und genau das sehen wir gerade im Jemen. Und ich möchte noch einen Film zeigen, ganz kurz, um uns mit hineinzunehmen in die derzeitige Situation im Jemen. Der Jemen befindet sich seit einem komplexen und verheerenden Krieg. Die Regierung hat in weiten Teilen des Landes die Kontrolle an die schiitischen Houthi-Rebellen verloren und islamistische Gruppen wie Al-Qaida und der Islamische Staat nutzen das Chaos, um ihren Einfluss zu erweitern. Die einzig verbliebenen Christen im Land sind ehemalige Muslime. Gastarbeiter und ausländische Christen haben direkt zu Beginn des Krieges das Land verlassen. Für Christen mit muslimischem Hintergrund ist die Situation besonders gefährlich. Muslime hatten schon vor dem Krieg mehr Rechte als Gläubige anderer Religionen. Aber jetzt, in den Wirren des Krieges, gibt es gar keinen Schutz mehr für Christen. Die Islamisten von Al-Qaida und dem IS können völlig unbehelligt agieren. Nothilfe für die Menschen wird größtenteils durch die Stammes- und Familienstrukturen verteilt. Christen werden oft ausgeschlossen und erhalten dann überhaupt keine Hilfe. Ein Ende des Krieges in naher Zukunft ist nicht absehbar. Dennoch berichten uns Christen aus dem Land, dass sich mehr Muslime als jemals zuvor Jesus zuwenden. Der Jemen braucht die einheimischen Christen. Die Christen Jemens brauchen unser Gebet. Die nächste Folie. Kann ich die nächste Folie bitte? Ach, Entschuldigung, okay. Ja, ihr seht hier die Hauptstadt Sanaa und rechts seht ihr, wie schön sie war. Sie ist eine Stadt mit 3000 Jahre alter Geschichte. Teile davon sind bereits zerstört, gerade durch die Houthi-Rebellen. Und das wirft ganz große Fragen bei den Muslimen im Jemen auf. Sie fragen sich, warum befinden wir uns in einem Bruderkrieg, der derartige Zerstörung verursacht, an unserer geliebten Stadt zum Beispiel. Und das macht viele Muslime nachdenklich. Sie fragen sich, haben die Imame uns das Richtige gelehrt, wenn das geschieht, wenn ein Bruderkrieg geschieht, wenn Schiiten gegen sunnitische Muslime kämpfen? Und durch diese Fragen kommen viele auf Online-Plattformen. Zum Beispiel sehen sie Facebook, sie sehen Christen, die über Facebook etwas mitteilen. Sie sehen christliches TV. Heimlich suchen sie im Internet nach christlichen Beiträgen. Und manche Muslime werden fündig, die suchend sind nach Wahrheit und finden christliche Internetplattformen. Und jetzt kommt das Interessante. Es gibt Plattformen, wo suchende Muslime sich wenden, sie können ein Mail dort sogar hinschreiben und werden verbunden mit dem geografisch am nächsten positionierten Christen. So können sie online mit einem Christen in Verbindung treten und ihm Fragen stellen. Das machen manche suchende Muslime. Sie fragen online ihre Fragen, die sie sonst nirgendwo loswerden können, weil die Imame, wenn sie die fragen, würden sagen, du darfst den Koran nicht hinterfragen, das bringt einen Fluch auf dich, wenn du das machst. Aber hier können sie endlich Fragen stellen und bekommen Antworten.
Aber sie müssen so vorsichtig damit umgehen, weil wir müssen uns das vorstellen, wenn ein Christ in einer muslimischen Familie lebt, so wie Madia, wie ich das anfangs erzählte, dann passiert das, dass dieser Christ sein Sorgerecht für seine Kinder verliert, dass seine Frau geschieden wird oder der Mann wird geschieden. Sie erleben, dass sie aus der Gemeinschaft ausgewiesen werden. Oder es gibt Ehrenmorde, was gerade an Frauen geschieht, dass man sie umbringt, weil sie eine Scham auf ihre Familie bringen. Und so kann das heimlich online geschehen. Aber was ist, wenn dann so ein Christ wirklich Jesus findet online? Wie geht's dann weiter? Moment, die übernächste Folie. Ich würde gerne die übernächste nehmen. Ja, dann gibt es eine Möglichkeit bei uns. Wir haben christliche Familien, die bereit sind, Menschen aufzunehmen in ihre Familie. Und dort dürfen sie für 2 Wochen leben. Sie wissen dann, wie ein Christ lebt, wie er mit Gott in Beziehung steht, wie er als Ehepaar lebt, wie er mit seine Kinder erzieht. Und so dürfen suchende Muslime, die ernsthaft Interesse am Glauben haben, in diesen Familien aufgenommen werden und wachsen. Dann werden sie wieder zurück in ihre Familie entlassen und dürfen zu einem späteren Zeitpunkt wieder für quasi die nächste Phase in diese Familie kommen, wieder für 2 Wochen, um zu lernen. Viele sind sehr, sehr verletzt und sehr kaputt. Und diese Familien müssen eine starke Bürde auf sich nehmen, diese Menschen wirklich zu begleiten und für sie Vater und Mutter auch geistlich gesehen zu sein. Wie ist das im Jemen, dieses Leben im Kollektiv? Vielleicht können wir uns das oft gar nicht vorstellen als Deutsche. Bei uns kann jeder das glauben, was er will. Wir sind sehr individualistisch unterwegs. Aber im Jemen geschieht alles im Kollektiv. Wenn also jemand Christ wird, fällt das sofort auf. 5-mal am Tag wird gemeinsam gebetet. Was ist, wenn man da nicht mitmacht und seinen Gebetsteppich ausrollt und mitbetet? Dann ist es schon schwierig. Dann begibt man sich in Gefahr. Oder wenn man einfach zu Jesus beten würde, das würde auffallen. Oder die Bibel zu lesen, das wäre sehr, sehr auffällig. Manche Eltern, die Christen sind, mögen noch nicht mal ihren Kindern von ihrem Glauben weitergeben, aus Angst, dass ihre Kinder ausgewiesen würden aus der Stammesgemeinschaft oder getötet würden. Warum ist das so? Warum ist diese Verfolgung in diesem engen Verbund des Stammes so stark? Wir müssen uns vorstellen, im Jemen ist die Familie wie eine Lebensversicherung. Es ist so, wenn jemand heiraten will, die Familie vermittelt ihm die richtige Frau. So geschieht das im Jemen. Wenn jemand krank ist, dann legt die Familie zusammen, sodass er aus dem Krankenhaus entlassen wird und die Rechnung bezahlt werden kann. Wenn jemand eine Arbeit sucht, dann sorgt die Familie dafür, dass man Arbeit findet. Wenn jemand alt ist, sorgen die ganzen jüngeren Familienmitglieder dafür, dass er versorgt wird. So ist die Familie füreinander da. Das hat aber damit zu tun, dass diese Familie immer einen guten Ruf behalten muss. Das ist das Wichtigste. Existenzgrundlage ist, ein guter Ruf zu haben, weil dann hat man Beziehungen bis ganz nach oben, bis zu Politikern, bis zu Menschen, die sehr reich und einflussreich sind. Das geht nur, wenn die Familie einen völlig unbeschadeten Ruf hat. Wenn aber jemand Christ wird in dieser Familie, ist der Ruf dahin. Die Familie ist eine Beschämung für den gesamten Clan, für die gesamte Verwandtschaft. Und der Ruf ist geschädigt. Und damit ist die Existenzgrundlage gefährdet. Und das ist der Grund, warum Christen ausgewiesen werden. Trotzdem gibt es so, so viele Menschen, die gerade im Jemen Gott suchen. Und wir freuen uns, dass wir für sie beten können und sie gerade eben durch diese Internetplattformen Jesus finden können. Ich möchte gerne von John erzählen. John ist ebenfalls in einer streng muslimischen Familie aufgewachsen, betete, wie wir das eben sehen, in diesen Moscheen. Und sein größter Wunsch war, irgendwann mit seinem Schöpfer in Kontakt zu kommen. Und so unternahm er die Pilgerreise nach Mekka zusammen mit seinen Verwandten. Er umrundete die Kaaba, diesen schwarzen Stein, und er dachte, hier werde ich jetzt endlich mit meinem Schöpfer in Verbindung kommen. 7-mal umrundet er die Kaaba, aber er fühlt nur Leere und er denkt, ist die Kaaba vielleicht nur menschengemacht? Haben die Imame uns vielleicht gar nicht das Richtige gelehrt?
Er hat ganz viele Fragen und er weiß nicht, an wen er sich wenden soll. Und so kommt es, dass er die Möglichkeit hat, in der Hauptstadt Sa'ana Wirtschaft zu studieren. Weiter auf der Frage. Er nimmt allen Mut zusammen, fragt einen Imam und sagt, kannst du mir meine Fragen beantworten? Aber der Imam sagt, hör auf zu fragen, du darfst den Koran nicht hinterfragen. Ein Fluch wird auf dich kommen, du darfst es auf gar keinen Fall machen. Aber er nimmt die Gelegenheit wahr und geht ins Ausland. Und er ist immer auf der Suche, bis er hinterher in einem Flüchtlingslager in Griechenland letztendlich landet. Dort findet er einen syrischen orthodoxen Christen und fragt ihn, weil er hat ein Kreuz eingraviert in seine Hand, ob er Christ ist und ob er ihm helfen kann und Fragen beantworten kann. Dieser nette syrische orthodoxe Christ ist gerne bereit, ihm zu helfen. Er sagt, John, komm doch einfach mal mit in unsere Gemeinde, in unsere Kirche. John kommt mit. Und zum ersten Mal trifft er Christen und zum ersten Mal erlebt er, wie Christen beten und singen, genau wie wir das heute Abend getan haben. Und das Interessante ist, John wird ganz positiv neidisch. Er denkt, die haben ja wirklich Kontakt zu ihrem Schöpfer. Wie können sie so mit Gott reden? So möchte ich Gott auch kennenlernen. Und ab da lasse ich John weiter erzählen. Diese Aufnahme habe ich verkürzt und sie ist entstanden auf unserem Open Doors Jugendtag in der Messe Erfurt. Also am Anfang habe ich gar nichts verstanden. And he said, would you like to come to the church? Und dann hat er mich gefragt, hast du Lust, vielleicht mal zur Kirche zu kommen, zur Gemeinde? I say, yes, I will come. Ich sage, gut, ich komme. And it was like different atmosphere. Und das war eine ganz andere Atmosphäre. To be honest, I felt like jealous. Und wenn ich ehrlich sein soll, ich habe sowas wie Neid empfunden. Why they are doing here? Why they are worshiping God like that? Wie können sie das so machen? Wie können sie Gott auf diese Art anbeten? It must be secret power in this place. Hier muss irgendeine Geheimkraft am Werk sein. Somewhere they give me the New Testament in Arabic. Und am Ende nach der Predigt, nach dem Gottesdienst, hat mir jemand dort eine Bibel, das Neue Testament auf Arabisch in die Hand gedrückt. I was so curious to read, to discover this secret power in that church. Und ich hatte so eine Neugierde in mir, weil ich ja mehr herausfinden wollte über diese geheime Kraft in dieser Kirche. I went back home and I started to read from the Gospel of Matthew. Dann bin ich zurück nach Hause gegangen und habe angefangen, im Matthäus-Evangelium zu lesen. And the Sermon in the Mount, it answered all my questions. Und diese Bergpredigt hat all meine Fragen beantwortet. About prayer, about fasting, actually it came like a water into my spirit. Alles über Gebet, über Fasten, das war wie wenn jemand Wasser über meine durstige Seele gießt. I said, this is the God I'm looking for. This is the God I didn't know before. This is the God I want to follow. Und ich habe gemerkt, das ist der Gott, nach dem ich gesucht habe. Das ist der Gott, dem ich nachfolgen möchte. I was so excited to go back to the church. Ich war so begeistert, bin zurückgegangen zur Kirche. To tell them I want to give my life to the biblical God. What should I do? Und dann habe ich ihnen gesagt, ich bin begeistert von diesem Gott der Bibel und dem möchte ich mein Leben geben. Wie funktioniert das? After that, it was my baptism. Und dann habe ich mich taufen lassen. And this is why I love about I have decided to follow Jesus. Und darum liebe ich dieses Lied. Ich habe mich entschieden, Jesus. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. After my baptism, I said I want to share Jesus on social media. Und nach meiner Taufe habe ich gesagt, ich möchte Jesus bekennen auch auf Social Media. And nobody can stop me. Und niemand kann mich dabei aufhalten. It arrived to my family and my family saw it. Und natürlich irgendwann hat meine Familie das auch mitbekommen. And the pain started from there. Und da fingen die Schwierigkeiten an. My mom, she was so sick. The community, they divorced my wife under Islamic Sharia law. Meine Mutter war so am Boden zerstört und auch meine Frau hat sofort sich scheiden lassen gemäß dem islamischen Gesetz. Even the community start to persecute my family. Und sogar meine eigene Familie wurde von der Dorfgemeinschaft verfolgt. Because they blamed them, they say this is your fault. Weil sie ihnen die Schuld gegeben haben und gesagt, das ist nur wegen euch, dass er jetzt vom Glauben abgefallen ist. Because it's as you saw in the video, it's shame to the whole family, shame to the whole tribe. Denn wir haben das in dem Eingangsvideo schon kurz gehört, das ist eine Schande für die ganze Familie, den ganzen Stamm. After that, I can't like I tried to share with them, love them, but they say we lost you. We are not going to give you your daughters or your wife or anyone from the family. Und danach habe ich immer wieder versucht, Kontakt mit ihnen zu schließen und ihnen zu zeigen, dass ich sie immer noch liebe.
aber sie haben mich völlig zurückgewiesen, haben gesagt, es ist vorbei, deine Frau, deine Töchter gehören dir nicht mehr, wir haben dich verloren. It was very hard at the beginning. It was like, oh, 2 years, very hard. Das waren wirklich 2 absolut harte Jahre, klar, die ersten Jahre in meinem Glauben, die 2 Jahre, in denen But ich das durchmachen as I musste. Said, I have decided to follow Jesus, not turning back. Aber wie ich schon gesagt habe, ich bin entschieden, Jesus zu folgen, kein Weg mehr zurück. Jesus, give me strength. Jesus hat mir Kraft gegeben. Ich glaube, er hat Kraft, weil auch ganz viele für ihn gebetet haben und weil Gott unsere Gebete wirklich erhört hat. Und ich habe als nächstes einige Gebetsanliegen für uns aufgeschrieben, die uns vielleicht helfen können, für bestimmte Dinge für jemenitische Christen zu beten. Lass uns daran denken, dass wir heute Abend wie das Team sind, wie die Mitarbeiter von Paulus, die ihn umringten. Genau so können wir heute jemenitische Christen umringen. Wir können auch an John denken, denn er ist immer noch nicht wiedervereinigt mit seiner Familie, ist geschieden von seiner Frau. Er hat 2 Kinder, das tut wirklich weh. Und es wäre schön, wir würden auch für ihn beten, dass seine Frau auch Christ wird und er seine Familie wiedersehen darf. Aber es ist auch wichtig, dass wir für die vielen suchenden Muslime beten. Sie haben so wenig Möglichkeiten, Jesus kennenzulernen, dass sie mit Christen in Kontakt kommen, was ja sehr gefährlich ist. Wir können dafür beten, dass die Christen, die alleine sind, so wie zum Beispiel Madia, die ganz alleine zu Hause ist, die Hausarrest hat, die nicht raus kann, dass sie nicht isoliert sind, dass sie vernetzt sein können mit anderen Christen. Das können wir wirklich beten. Wir können auch für Madia beten heute Abend. Dann für die Lebensgemeinschaften, wo neue suchende Muslime, die Christen werden wollen, in den christlichen Lebensgemeinschaften untertauchen, dass sie wachsen im Glauben. Und wir können beten um Weisheit für die Muslime, die Christen geworden sind in ihren muslimischen Familien, dass ihr Leben wie eine aufgeschlagene Bibel ist und ihre Familienmitglieder durch ihr Leben Jesus kennenlernen können. Das sind so meine Anliegen und ich habe mit der Leitung gesprochen. Wir haben die Möglichkeit heute Abend, dass wer das möchte, kann sich einfach in seiner Bankreihe oder mit Menschen, die er kennt, zusammensetzen oder stellen und kann dann für die Anliegen beten, die ihm am wichtigsten sind. Und ich schließe das dann ab. Ganz herzlichen Dank, wenn ihr den Mut habt, mitzubeten. Danke. Was können wir jetzt tun?
Entschuldigung. Herr Jesus, ich danke dir jetzt, dass wir zusammen für unsere Familienmitglieder in Jemen einstehen dürfen. Und Vater, wir beten gemeinsam, dass du sie stärkst, dass sie Hoffnung finden in dir, dass sie nicht isoliert sind, dass sie vernetzt werden und dass sie gestärkt werden durch dich. Danke, Herr. Amen. Amen. Danke für deine Gebete. Ganz herzlichen Dank. Ich möchte noch auf etwas hinweisen. Ihr habt auf euren Bänken solche Hefte ausliegen. Und in diesem Heft geht es tatsächlich auch um Jemen. Und dort sind zwei sehr interessante Männer, die dort beschrieben werden, die wirklich Außergewöhnliches auch mit Jesus Christus im Jemen erlebt haben, Saleh und Musa. Aber etwas Besonderes ist an diesem Heft. Zum einen werden wir ermutigt durch die Berichte, wie zum Beispiel Saleh und Musa, wirklich sehr spannend zu lesen. Aber in diesem Heft gibt es auch einen kleinen Gebetskalender. Und zwar steht da für jeden Tag ein kleines Anliegen drin. Der ist kürzer, der ist so klein, den kann man auch raustrennen. Und ich würde mich freuen, wenn jeder, der das möchte, mitbetet, weil das ganz spezielle Anliegen sind. Zum Beispiel heute eine Frau in Zentralasien, die nicht bei ihren Kindern sein kann, die verprügelt wurde und die Zuflucht gesucht hat. Und wir, das sind solche Menschen wie Paulus, der umringt wurde von seinen Freunden. Und wir dürfen diese Menschen umringen. Und hier ist für jeden Tag quasi eine Minute Gebet und wir können wirklich Menschen damit enorm aufrichten, dass sie ihren Dienst weiter tun können und sich wieder aufrichten können. Und wenn ihr sagt, ich möchte gerne mitbeten, auch weil ich konkrete Informationen habe und dann sehr konkret solche Menschen im Gebet begleiten möchte, dann könnt ihr einfach diese lila Karte auf der Rückseite abtrennen. Die ist dann nur sehr lose draufgeklebt. Den Kuli könnt ihr mit nach Hause nehmen. Ihr könnt aber auch leserlich eure Anschrift dort draufschreiben. Die Telefonnummer braucht ihr nicht. Und ich werde eure Adressen vertraulich behandeln. Aber ich werde dafür sorgen, dass ihr jeden Monat kostenlos unser Gebetsmagazin bekommt, um wirklich sehr konkret und begleitend mitbeten zu können. Ihr könnt diese lila Karten gerne am Büchertisch dort vorne in eine Glasbox hineinschmeißen. Dort werde ich dann eure Adressen sammeln und so, dass ihr dieses Gebetsmagazin bekommt. Ich möchte noch auf zwei Bücher hinweisen. Irgendwie, gerade mal gucken. Ah ja, ich habe einmal Aufbruch zur Freiheit. Das ist über Frauen, die sehr eingegrenzt in einem muslimischen Umfeld leben. Aber wir haben dort Berichte von Frauen, die Christen geworden sind. Sogar Menschen, die sich vorher umbringen wollten. Und wo die ganze Familie hinter Christ geworden sind. Das sind sehr, sehr ermutigende, bewegende Berichte. Und rechts, das ist kein abgehobenes Buch, auch wenn da Träume und Visionen stehen. In diesem Buch stehen genau die Berichte, wie ich anfangs erzählte, wo Menschen nach Mekka reisen und ihre Hadsch unternehmen, aber auf ihrer Suche von Jesus Christus träumen und dann Christen werden. Und da sind zahlreiche ermutigende Berichte drin von Menschen, die wirklich von Jesus geträumt haben. Im Nahen Osten, weil es nicht genug Missionare dort gibt. Ja, ich habe zum Abschluss noch einen kleinen Gebetsclip, der euch ermutigen soll, dass jedes eurer Gebete sehr, sehr wertvoll ist. Unsere Brüder und Schwestern in einer für uns fremden Kultur. Ihre Lebensrealität eine völlig andere. Spott, Hohn, Gewalt, Terror. Ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt für mich gesorgt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Was ihr für einen meiner geringsten Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan.
Du bist die Stimme, durch die Jesus zu ihnen spricht. Siehst du diese Gesichter? Dein Bruder, deine Schwester. Danke für eure ermutigenden Worte und Gebete. Wir gehen durch schwere Zeiten, doch der Herr Jesus ist mit uns und stärkt uns. Ich kann nicht in Worte fassen, wie dankbar ich bin, dass es euch gibt, dass ihr an uns denkt und trotz der Distanz mit uns im Geist verbunden seid. Ich werde eure Worte immer wieder lesen. Es war sehr tröstend und ermutigend, die vielen Briefe zu bekommen. Was ihr getan habt, was all diese Brüder und Schwestern schreiben und beten und wie sie teilen, was in ihren Herzen ist, das ist echte Liebe von Gott, echte Fürsorge und echtes Gebet. Ich danke dem Herrn für diese wundervollen Worte der Ermutigung. Sie haben mich gestärkt. Ich weiß, dass der Herr mich trägt.